Moin, ihr Lauser, und herzlich willkommen zu einem weiteren Türchen des Krachmucker Silvesterkalenders und einer weiteren Ausgabe von Ernies Klassiker. Wobei, ich weiß ja, wer mir hier so zuschaut, ne? Und ich bin mir ganz sicher, der größte Teil von euch wird das gleiche denken wie ich, wenn ich das Stichwort Blind Guardian raushau und Imaginations from the Other Side. Wir sind alle wieder 15, wir rennen draußen rum, über die Felder, durch den Wald, rauchen Gras oder irgendwelche selbstgedrehten Billigzigaretten, trinken billigen Wodka und haben einfach eine geile Zeit. Und diese geile Zeit hat bei mir noch einen kleinen Ticken vorher angefangen, nämlich bei diesen guten Schmuckstücken, bei der Follow the Blind und bei der Battalions of Fear, das erste und zweite Album von Blind Guardian, noch mit dem charismatischen, etwas naiveren Cover-Artworks. Da war noch kein Andreas Marshall dabei, der hier gemalt hat, ne, bei Tales from the Twilight World, bei der Somewhere Far Beyond mit dem Klassiker. Ich glaube, rein rechtlich dürfen Blind Guardian heutzutage gar nicht mehr auf die Bühne, ohne den Bard-Song zu spielen oder Valhalla. Und somit hast du hier natürlich, du hast hier Valhalla drauf, du hast Banished from Sanctuary, Damn for All Time, also Damn for All Time. Das ist noch so richtig Speed-Metal-ig und das Album steht dem auch in nichts nahe mit Battalions of Fear, Guardian of the Blind, so Guardian of the Blind. Großartig, einfach noch ungeschliffener, aber man ahnt schon, was da irgendwann kommt. Und das kam dann irgendwann 1995. Da sind die Jungs nach Dänemark für 3 Monate und haben Imaginations from the Other Side aufgenommen. Der, ich würde sagen, Höhepunkt, wenn man nicht noch sagen kann, dass ich sage, also ich würde sagen, Nightfall in Middle-Earth, bis zu dem Punkt, da ist bei mir die, da geht die Faust nicht mehr runter, da ist die absolute Begeisterung bei Blind Guardian da. Danach verlässt es mich ein bisschen, liegt aber auch daran, dass ich mich da nicht mehr so richtig auskenne. Und bei der Aufzählung der Alben, wenn man sagt hier 1, 2, 3, 4, 5, kann man auch hier irgendwo 6 sagen, denn ich bin irgendwo der Meinung, dass Tokyo Tales schon irgendwo ein eigenständiges Album ist. Natürlich, es ist ein Live-Album, welches sich aber, ich weiß jetzt nicht, in die Reihe der großen Rock-Live-Alben, aber mindestens der Metal-Live-Alben einreihen kann. Es ist eins der ganz großen, wahnsinniger Stimmung. Einfach die ganzen alten Klassiker, tolle Zeit gewesen, unbeschreiblich. Also wirklich, da hast du Gänsehaut. Also, und deshalb kann man hier auch vom 6. Album sprechen. Und auch, wo man sich wohl auch irgendwo einig ist, von dem Höhepunkt, wo vermutlich Blind Guardian alles konzentriert auf den Punkt gebracht haben, was sie vorher auch schon angedeutet haben, später vielleicht noch verfeinert haben, aber hier trifft sich alles. Ihr guckt euch dieses Albumcover an und ihr denkt doch alle, ja klar, natürlich, Andreas Marshall, toll gezeichnet und wunderbare Sache, aber das ist so ein Ding, du siehst es einfach und du hast ganz bestimmte Assoziationen. Wie gesagt, du bist wieder 15. Ich habe das Album jahrelang nur auf Kassette rauf und runter gehört. Das hier ist das Re-Release. Das ist neu gemixt worden, neu gemastert, aber eben auch neu gemixt. Da kann man gespaltener Meinung sein. Ich habe es aufgelegt, auch irgendwann gedacht, so, Moment mal. Das habe ich aber jetzt auch nicht im Kopf. Da sind noch so Outros dabei, die vorher nicht da gewesen sind und manche Synthies auch mehr in den Vordergrund gemischt. Ist das schlecht? Nein. Ich war sofort wieder da, wo ich damals war, als ich es gehört habe. Und weiter muss ich da dann auch gar nicht drüber nachdenken. Grandios. Ich muss noch irgendwie einen Weg finden, wie ich diese Klassikerbesprechung mache. Bei Carcass, Necroticism, bin ich noch so auf einzelne Songs eingegangen. Mache ich hier, glaube ich, auch. Aber dieses Album ist noch mehr irgendwo so ein Guss. Und du hast diese ganzen Blind Guardian Trademarks. Diese Band, die, glaube ich, bis heute in der Urbesetzung spielt, außer der Schlagzeuger. Aber was willst du anders machen? Bei solchen, wen willst du da austauschen? Die beiden Gitarren, die irgendwie, jede spielt was Eigenes, aber trotzdem passt das alles zusammen und macht das total symphonisch. Hansi Kirsch, der lieber Hans heute genannt werden möchte, mit seinen verschiedenen Gesangsvariationen. Mal ist er der Barde, der dir was erzählt, dann bricht der Heavy Metaler durch und dann bricht alles in einem riesengroßen, epischen Chorgesang durch, wo alle dann irgendwo mitsingen. Ne? Jetzt ist hier auch gerade, das passt natürlich zur Zeit, das Live-Album rausgekommen. Ganz kurz nur reingeschoben, Live-Album.
in Oberhausen aufgenommen worden. Ich finde, der Gesang ist relativ laut. Und das soll auch der letzte negative Punkt sein, wobei ich da einfach nur was ansprechen möchte. Es kann natürlich nicht hiermit mithalten. Das muss man ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite gehen mir diese Rezensenten immer mega auf den Sack mit diesem, ja, das ist jetzt nicht mehr wie das früher und bla. Das kann man auch einfach mal für sich behandeln. Imaginations from the Other Side live. Für wen ist dieses Album? Für Nostalgiker, die dieses Album lieben. Dieses Album ist für jemanden, der live damals dabei gewesen ist. Und hört einfach rein. Ich war nach dem zweiten Durchhören, war ich drinne. Tolle Sache, schönes Album. Und den Rest müsst ihr selber beurteilen. Wir reden jetzt wieder über Imaginations from the Other Side, das Album. Ja, was habe ich gesagt? Ne? Der Bade, der dann durchbricht. Und du hast hier Imaginations, den Titeltrack gleich am Anfang. Da geht's ja schon los, da ist ja alles drinne. Bei I'm Alive merkst du mal irgendwo, ja gut, ist eine Band, die ist jetzt auch ein bisschen bekannter als Carcass, sag ich mal. Ne? Das ist eine Band, die ist weltweit groß. Aber das hat noch lange nichts mit Mainstream so zu tun. Ne? Überleg mal, wie allein die hier ballern bei I'm Alive, wie das Schlagzeug durchballert so. Der kommt dann mit Past in the Future Secrets natürlich schön, so eine Ballade, eine ruhigere Sache. Ist der Bart-Song hier auf der Somewhere Far Beyond, ist der einem über? Weiß ich nicht. Wenn man ihn 3000 Mal in der Woche hört und das Ganze über Jahre, dann mag das sein. Ich habe ihn lange nicht gehört. Ich kann mir das heutzutage auch schön auf YouTube hier auf den Wacken-Auftritt nochmal anhören. Ist toll. So, wenn alle da mitsingen und so weiter und einfach nur diese glücklichen Gesichter siehst. Das ist schön. Das macht auch dieses Album hier aus. Wir sprechen hier ja auch von einer gewissen Epik. Das ist eine andere Epik als jetzt bei Manila Road, als bei Cyrus Angle. Da ist das noch kratziger. Das ist mehr so Conan der Barbar und so dieses kantige, ungeschliffene. Da sind Blind Guardian natürlich viel, viel, ja, wie soll man das sagen, glattpolierter. Klingt manchmal ein bisschen negativ, aber ist es gar nicht. Was ich an diesem Album so faszinierend finde, ist es, wenn man an Power Metal denkt. Wie gesagt, früher noch mehr Speed Metal, aber irgendwo ist Blind Guardian ja, man steckt es in die Schublade Power Metal. Wo aber viele dann so das ungute Gefühl haben und man auch irgendwie schon fast Karies beim Gedanken bekommt, macht dieses Album eins auf eine faszinierende Art und Weise, symphonisch episch zu sein, aber irgendwie nie dieses unangenehme Übertriebene. Es ist fantastisch instrumental und gesanglich. Es ist wunderbar komponiert. Aber mit dieser wichtigen Schippe zu viel. Wisst ihr, wie ich das meine? Diese wichtige Schippe zu viel, die es dann wieder so grandios macht. Und A Script for My Requiem, jetzt hier bei Seite B. Aber da kannst du gleich Mordred Song und Born in a Morning Hall. Ne? Also Born in a Morning Hall. Genau wie Another Holy War, da singst du einfach mit. Und das geht auch gar nicht anders. Bei Bright Eyes, wie ist das bei euch, wenn ihr den hört? Ich habe den vorhin noch mal reingehört. Der war für mich immer, der hat eine ganz ist das überhaupt subtil? Nee, eigentlich überhaupt nicht. So eine ganz melancholische, traurige Stimmung. Und ich habe das vorhin noch mal gehört. Und wenn du dann so diesen Bright Eyes, wo alle mitsingen und dann Ich muss noch mal gucken. Ich bin so viel am Reden und wenn ich da jetzt falsch zitiere, ist ein bisschen blöd, nicht? Ich kann euch auch gleich erklären, warum. Natürlich, hier. Blinded by Fear of Life. Also wirklich dieses Chorgesang Bright Eyes und dann Blinded by Fear of Life. Da war die Stimme irgendwie schon, da geht die Stimme ein bisschen flöten, so. Also bei mir, wenn ich darüber rede. Dieser Text ist auch so unglaublich zeitgemäß. Das ist von 95, aber 2020 denkst du einfach nur, fuck, Alter, ey, nee, nicht schön, so, ne? Und genau das macht das eben aus. Pff, fantastisch. Aber was hab ich ausgelassen? Du hast da so viele Sequenzen, wo plötzlich so eine, wo alle Instrumente sich so ein bisschen zurücknehmen und dann fängt erzählt Hansi Kirsch, der Bade ruhig etwas und dann bricht das alles wieder aus. Und diese ganze Mischung aus diesen drei Elementen, Heavy Metal, ruhige Balladen, ähnliche Erzählungen und dann einfach nur das Epische und alle singen mit, das macht das aus. Und wisst ihr was, ich gucke auf den Ticker. Hier, 9 Minuten, reicht vollkommen aus. Wir bleiben unter 10 Minuten. Dieses Album ist für mich ganz klar wieder jugendlich sein, wieder wild sein, eine geile Zeit haben, eine schöne Zeit haben. Blind Guardian, Imaginations from the Other Side. 12 von 10.